Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu meinem kleinen Vortrag Karl Friedrich Schinkel, ein Blick in Preußens Blüte. Dieser Vortrag war eigentlich angekündigt für die Akademie der Staatlichen Museen, aber durch die Corona-Umstände sind wir jetzt ausgewichen und machen eine Kurzfassung in digitaler Version. Das Bild »Ein Blick in Griechenlands Blüte« malte Karl Friedrich Schinkel 1825, und aus der Bemerkung von Bettina von Arnim, dass er Jahr und Tag am Bild gemalt hätte, schloss Börsch-Suppan, dass er wahrscheinlich schon vor seiner zweiten Italienreise mit der Arbeit am Bild begonnen habe. Fertiggestellt wurde das Bild als ein sehr spannendes Hochzeitspräsent für die Prinzessin Luise, die den Prinzen Friedrich von Holland am 21. Mai 1825 geheiratet hat. Das Bild wurde von der Stadt Berlin gekauft und dann eben als Präsent vergeben. Wenn man sich vor das Bild begibt, dann muss man damit rechnen, dass einem ein wenig schwindlig wird, denn im Vordergrund des Gemäldes sehen wir ein großes Baugerüst. Wir sind auf der Baustelle eines Tempels und dieser Tempel verblüfft einmal durch die Menge der Personen, die wir hier bei der Arbeit beobachten können. Man sieht oft mittig rechts, dass dort der letzte Stein eines großen Frieses offensichtlich gerade auf seinen endgültigen Platz gebracht werden soll. Das passiert manuell mit Schieben und Ziehen und man sieht, dass anstelle des Klotzes jetzt noch ein Baugerüst ist. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man mittig etwas rechts versetzt, dass wir die Oberkörper und Köpfe von zwei Bauarbeitern sehen, die diesen Stein nun gleich mittels eines Hubwerkes mit Zahnrädern an seinen vorgesetzten Platz bringen. Das ist die eine Handlung, an der wir teilhaben können. Es gibt aber auf der linken Seite noch eine ganz andere. Da sehen wir nämlich, dass die Bauarbeiter die Leiter nach oben kommen, mittig links, beziehungsweise wir sehen links, dass sich zwei, einer hat seinen Fuß auf das Gerüst gesetzt, wo das Bauwerk noch nicht in Stein vollendet ist. Die schauen in den Mittelgrund und wer genau dort links hinschaut, der sieht, dass dort Soldaten in Marschformation in die Stadt kommen, die wir im Mittelgrund um den großen Burgberg herum beobachten und betrachten können. Der Berg mit seinen Aufbauten erinnert natürlich automatisch an die Akropolis von Athen und so ist der Titel »Ein Blick in Griechenlands Blüte« ein Hinweis auf die Klassik, also die Zeit 500 vor Christus, in der in Athen die wichtigen Bauwerke auf der Akropolis, Staatsformen, Gesetze und eine völlig neuartige Art von Zusammenleben in der Polis entwickelt worden ist. Das ist in Europa spätestens seit der Mitte des 18. Jahrhunderts mit den Schriften von Johann Joachim Winckelmann tatsächlich klassisch, also im Sinne des Wortes etwas, was man sich als Maßstab und als Vorbild heranzieht. Wenn einen die Antike in solcher Gestalt bisher in europäischen Gemälden begegnet ist, und das gilt vom 16. Jahrhundert bis in die Zeit von Schinkel, dann hat man es meistens mit der Antike in ruinöser Form zu tun, währenddessen wir hier Zeuge von Aufbauarbeit werden. Damit wird die Klassik etwas, was weitergeführt wird und in Form einer Baustelle ist es natürlich für einen Maler, der sich in allererster Linie als Architekten gesehen hat, wie Karl Friedrich Schinkel, völlig logisch, das in dieser Art und Weise zu tun, dass diese Baustelle aber letztendlich eine Gesellschaftsbaustelle ist. Das wird hoffentlich im Weiteren in meinen Ausführungen klar werden. Wer war Schinkel, dessen Bild ich Ihnen hier vorstellen möchte? Sie sehen ihn hier gemalt von Franz Krüger, dem wir später auch noch einmal begegnen werden, wenn es um die Frage geht, was
zeigt man eigentlich in der Zeit zwischen 1830 und 1840, wenn man jemanden einen Gruß aus der Heimat schickt, der diese verlässt, beziehungsweise womit kann man Reklame für die Stadt machen, die damals gerne selbstbewusst von sich als Spree-Athen gesprochen hat. Unser Schinkel ist 1781 in Neuruppin geboren und seine Kindheit ist eng verbunden mit einem Trauma. Sein Vater hat beim Stadtbrand geholfen zu löschen und hat sich dabei so schlimme Verletzungen zugezogen, dass er später infolge einer Lungenentzündung gestorben ist. Später zieht Schinkel, der auch noch zwei Geschwister verloren hat, mit seiner Mutter nach Berlin und ist hier Schüler am Grauen Kloster. Er lernt dann bei Friedrich Gilli das, was ihn von Anfang an begeistert hat, nämlich die Architektur, und er ist eng verbunden mit dessen Sohn, mit David. Er ist jemand, der, obwohl er der Sohn einer Witwe ohne große finanziellen Möglichkeiten eigentlich aus dem unteren Mittelstand kommt, jemand, der viel gereist ist für einen Menschen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Er reist 1803, 1805 nach Italien und kehrt über Paris zurück. Er wird später eine zweite Italienreise unternehmen, die ich eben schon erwähnt habe, 1824. Also in der Zeit, in der auch die Gedanken für dieses Bild, das ich Ihnen hier gerade vorstelle, entstanden sind. Berühmt ist Schinkel für das, was er im ganzen deutschen Sprachraum, vor allem aber hier in Berlin gebaut hat. Der erste Bau nach den Napoleonischen Kriegen ist die Neue Wache, dem folgt das Schauspielhaus. Ganz besonders wichtig für unsere kleine Vortragsreihe wird das Alte Museum, also das erste Museum, das 1830 in Berlin eröffnet wurde. Heute wird uns noch beschäftigen die erste neogotische Kirche in Berlin, die Friedrich-Werdersche Kirche. Und von seinen Gemälden werden wir heute auch noch über die mittelalterliche Stadt an einem Fluss von 1815 und eben auch über unser Bild Blick in Griechenlands Blüte zu sprechen haben. Dieses Bild von Ludwig Cattell zeigt Schinkel bei seinem ersten Italienaufenthalt, und angesprochen sind hier mit den Reisen die eben erwähnten, beziehungsweise auch die, die ihnen berufsmäßig in die verschiedenen Provinzen des Königreiches Preußen geführt haben. Besonders wichtig und prägend die Reise in die neu erworbene Provinz Sachsen 1815. Denn aus dieser Reise nach Sachsen entstehen viele Gedanken, die letztendlich zu einem Vorläufer oder zu einer Wurzel des modernen Denkmalschutzes werden sollen. Bevor wir darauf kommen, eben hatte ich erwähnt, der Einfluss der Familie Gilli war für Karl Friedrich Schinkel sehr prägend, und der Entwurf Friedrich Gillis für einen Tempel als Denkmal für Friedrich den Großen, der leider nie verwirklicht wurde, das ist das Werk, das Schinkel nach eigener Aussage dazu gebracht hat, unbedingt Architekt werden zu wollen. Und wer sich die Grundform anschaut, also eine große Freitreppe, ein Tempel, der auf einem hohen Sockel steht, der wird darin, ohne viel nachdenken zu müssen, die Grundidee für die alte Nationalgalerie auf der Museumsinsel wiederentdecken. Ein Gebäude, über das wir im Verlauf dieser Reihe auch noch einmal sprechen werden. Und damit ist klar, Schinkel ist nicht nur ein Thema des 19. Jahrhunderts. Das, was Schinkel gedacht hat, was aus seinem Kreis hervorgeht, prägt Berlin bis heute. Dazu aber später noch einmal mehr. Nun zurück zu unserem Bild, Blick in Griechenlands Blüte. Wenn wir uns diese Baustelle anschauen, dann verblüfft, dass wir hier große ionische Säulen auf der rechten Bildseite sehen, die übereinander stehen. Das ist selten in der griechischen und römischen Antike, aber kommt in Ausnahmefällen vor. Was allerdings nicht in der antiken Architektur vorgesehen ist, dass zwischen diesen beiden Säulenreihen hier nun
eben kein Gebälk, sondern ein Fries zu sehen ist. Und schon Paul Ortwin Rawe, der erste Biograf von Karl Friedrich Schinkel, hat in seiner Monographie zu unserem Bild »Ein Blick in Griechenlands Blüte« 1936 festgestellt, dass das, was wir hier sehen, ein historisches Vorbild hat. Wir sehen also einen Fries von der Ostseite des Tempels für Athene in Athen, so wie er in Europa bekannt wurde in den 1810er Jahren durch die Publikation von Stuart und Rivette in ihrem mehrbändigen Werk Antiquities of Athens. Und wenn man sich diese kleine Umrisszeichnung, also den Kupferstich, so wie er in diesen Bänden zu sehen ist, anschaut, dann sieht man, dass Schinkel hier eine Veränderung vorgenommen hat, denn Zeus wird hier umgedreht. Er sitzt also dann am Ende des Frieses. Und wenn man sich fragt, warum hat er hier das Originalbild verändert, dann ist das ziemlich leicht nachzuvollziehen, denn so ist Zeus sehr stark in die Mitte orientiert. Der Blick fällt sofort auf ihn. Und hätte er ihn dort gelassen, wo er im Original, im Vorbild ist, dann hätte Zeus völlig unstandesgemäß wahrscheinlich eine Hand eines der Arbeiter in seinem Gesicht gehabt, die von hinten diesen Marmorblock nach vorne bewegen. Und damit sehen wir, wie Schinkel mit den Ideen, die er aus der Antike und aus dem großen Steinbruch der Kultur, die ihm als Vorbild dient, umgeht. Also nicht eins zu eins folgend, sondern immer mit einem Blick auf das Pragmatische, immer mit einem Blick darauf, was macht Sinn in den neuen Zusammenhang, in dem ich dieses Vorbild, dieses Artefakt hier präsentiere. Über die Art des Gebäudes kann man rätseln, wenn man kein Spezialist für antike Architektur ist, dann ist man so verblüfft über die Doppelstellung der ionischen Säulen mit dem Fries dazwischen, dass man gar nicht darüber wirklich nachdenkt, was für eine Bauform eines Tempels haben wir. Es gibt aber, obwohl die großen Vorarbeiten Schinkels für dieses Gemälde 1945 im Schinkel-Museum wahrscheinlich ein Opfer der Flammen geworden sind, eine kleine Zeichnung, in der sich Schinkel überlegt hat, wie sieht der Tempel aus, der dort gebaut wird. Und wenn Sie sich diese kleine Zeichnung links unten anschauen, dann sehen Sie, dass wir einen Tempel haben, dessen Cella, also dessen Innenraum, von zwei Säulenreihen umgeben ist. Und wenn man sich rechts oben das Gebälk anschaut, auf dem völlig unstattgemäß ein Sonnensegel sich befindet, das dort einer Bildhauerwerkstatt Schatten gibt, dann liegt der Verdacht nahe, dass diese Cella kein Dach hat, also nach oben hin offen gestaltet wird. Das Bild »Ein Blick in Griechenlands Blüte« hat schon immer zum Vergleich angeregt, und zwar mit der Darstellung, die Sie hier vom alten Museum links sehen können. Hier haben wir den Blick vom ersten Obergeschoss. Wir sehen links einen Vater und einen Knaben, die sich hier Bildung zufügen. Sie schauen sich ein Gemälde an, in dem die Entwicklung der Kultur der Menschheit geschildert wird. Aber nicht das ist das wirklich Aufregende, auch nicht die beiden Herren, die hier rechts am Bildrand flanieren, sondern in der Bildmitte haben wir eben eine Kante. Und wenn man diese Kante und das Geländer sich näher anschaut, dann geht es dort steil nach unten und dann sehen wir hier hintereinander zwei Reihen von ionischen Säulen, diese eine Kassettendecke tragen, und von hier hat man also einen Blick nach außen. Nicht so, wie das heute beim alten Museum, also dem ersten Berliner Museum, der Fall ist, dass man durch eine Glasscheibe und durch diverse Eisenteile, die diese zusammenhalten, schauen muss, sondern man hat Freiluftblick. Man blickt also auf den Lustgarten und links hinter der Säule wird sogar noch eine Ecke des Berliner Stadtschlosses sichtbar. Diese Art von
Vertigo, also dass damit gespielt wird, dass wenn man sich in das Bild hineinversetzt, man quasi nach unten fällt, beziehungsweise sich auf einer Anhöhe befindet und von dort sich etwas anschaut, ist 1825 in Berlin beziehungsweise in Dresden noch einmal vorgekommen. In seinem Bild Der Watzmann hat Caspar David Friedrich in seinem Vorhaben den jüngeren Kollegen Ludwig Adrian Richter und dessen Bild des Watzmanns, das er ein Jahr vorher gesehen hatte, 1824 zu verbessern, ein Bild des Watzmanns entwickelt, den er selbst nie gesehen hat. Friedrich war ja nicht wie Schinkel nach Italien gegangen, hatte nie die Alpen überquert, sondern er hat sich Zeichnungen geben lassen von bekannten Freunden, die die Alpen aus eigener Anschauung kannten und hat dann den Blick auf den Watzmann konstruiert von einer Anhöhe im Vordergrund. Wenn man das vor dem Bild steht, dann hat man die Idee, dass man noch einige Meter nach oben gehen muss, dann kommt zentral mittig eben dieses kleine Felsmassiv, das uns deutlich macht, dass da, wo wir uns jetzt befinden, die Luft schon sehr dünn ist. Wir sind also jenseits der Baumgrenze. Man muss nach oben gehen, um den Blick auf den eisigen Gipfel und die Perfektion des Gipfels des Watzmanns verdient zu haben. Dieses Gemälde ist, wie erwähnt, eine Antwort auf das zuvor entstandene Bild des jüngeren Kollegen Ludwig Richter. Und wenn man die Perspektiven vergleicht, Richter, der uns den Berg von unten nach oben zeigt, und eben Friedrich, der uns erst auf eine Anhöhe führt, damit wir diesen Watzmann-Gipfel sehen, das ist also das Spiel mit einer Anhöhe, die direkt im Vordergrund präsentiert wird. Diese Idee spielt also auch eine wichtige Rolle für unseren Schinkel, der nicht nur von der Architektur oder, sondern vielleicht auch von Austausch mit malenden Kollegen Mitteilung bekommen hat von dem, was da Friedrich in Dresden gemalt hat. Wenn man sich die linke Hälfte des Gemäldes anschaut, dann sieht man dort eben nicht nur die Formation der heimkehrenden Krieger, man sieht eine Reihe von antiken Grabdenkmälern, man sieht aber auch, dass auf der Wand des Tempels sich eine Inschrift befindet, die wird am Original, beziehungsweise wir kennen das Bild ja nur durch eine Version, die der Freund und Mitarbeiter Schinkels Ahlborn 1836 angefertigt hat. Dort haben wir also die Inschrift in roter Farbe und in der Literatur wird in der Regel die Übersetzung von Christian Graf Stolberg, die ich Ihnen hier auch zeige, gegeben. Da wird die Göttin der Tugend, Arete, durch eventuell Aristoteles, dem das Gedicht traditionell zugesprochen wird, angerufen. Kämpfer, fochtene Tugend des menschlichen Geschlechts, edelste Sehnsucht. Für dich, o schöne göttliche Jungfrau, starben Griechenlands Jünglinge den Heldentod. Für dich duldeten sie froh brennender Wunden Qual und der Arbeit Last, unvergänglicher Früchte Samen, deine Liebe streutest in die Herzen der Menschen du duftend, empor und gewährt. Bessere Freuden als Gold und der Ahnen Stolz, süßeres als des Pilgers Labsal der kühle Schlummer. Mit anderen Worten, das, was wir hier auf der linken Bildhälfte sehen, dass man, um der Göttin der Tugend Arete gerecht zu werden, entweder sein Leben im Kampf wagt oder für die Gemeinschaft sich einbringt und arbeitet wie die Arbeiter hier auf der Baustelle. Das ist das, was als Lebensideal in diesem Bild gefeiert werden soll. Das wird sehr deutlich durch den Vortrag, den Friedrich Gustav Wagen 1857 gehalten hat, nach dem Tod des langjährigen Freundes von Carl Friedrich Schinkel, nämlich Peter Beuth. Und bei diesem Vortrag
machte er deutlich, dass beide nicht nur innig verbunden waren und die gleiche Vorliebe für Betrachtung ihrer Jugend, für ihre Reisen nach Italien und für Poesie geteilt haben, sondern dass dieses Gedicht, das wir hier in diesem Bild sehen, so etwas wie ein gemeinsames Lebensmotto gewesen ist. Um nun abschließend noch einmal darüber nachzudenken, was will uns Schinkel mit dem Bild eigentlich sagen, möchte ich Sie nicht auf meine eigenen Vermutungen zurückwerfen, sondern trage Ihnen einige Sätze von Schinkel zu seinem malerischen Hauptwerk vor. Landschaftliche Aussichten gewähren ein besonderes Interesse, wenn man Spuren menschlichen Daseins darin wahrnimmt. Der Überblick eines Landes, in welchem noch kein menschliches Wesen Fuß gefasst hat, kann Großartiges und Schönes haben. Der Beschauer wird aber unbestimmt und traurig. Der Reiz der Landschaft wird erhöht, indem man die Spuren des menschlichen recht entschieden hervortreten lässt. Entweder so, dass man ein Volk in seinem frühesten goldenen Zeitalter ganz naiv, ursprünglich und im schönsten Frieden die Herrlichkeit der Natur genießen sieht, oder die Landschaft lässt die ganze Fülle der Kultur eines höchst ausgebildeten Volkes sehen. Hier kann man im Bilde mit diesem Volke leben und dasselbe in all seinen rein menschlichen und politischen Verhältnissen verfolgen. Das Letztere sollte die Aufgabe des vorliegenden Bildes sein und es wird hierzu als Gegenstand die Blüte Griechenlands gewählt. Wir haben es also mit einem Programmbild zu tun, das uns Schinkel hier gemalt hat. Und wir sind nicht nur auf Schinkels erklärende Worte angewiesen. Oftmals ist es ja schwierig, wenn ein Autor, ein Künstler das eigene Werk erläutert. Wir sind im glücklichen Besitz einer Beschreibung von Bettina von Arnim, die über dieses Bild äußert. Das erste Stockwerk eines Griechentempels bildet den Vordergrund, auf dem der fiktive Betrachter wie im Bild steht. Der Tempel selbst ist im Bau, worauf der unfertige Zustand des Bauwerkes, die tätigen Werkleute und die Bildhauerwerkstatt hinweisen, die unter dem Sonnenschutz rechts eingerichtet ist. Hinter dem Tempel fällt der Blick auf eine antike Stadt mit Tempeln, Denkmälern, Foren und Palästen. Den Horizont beschließt eine Gebirgskette, die sich nach rechts zum offenen Meer absenkt. Das Neuartige, das Bettina von Arnim an diesem Bild entdeckt, das steckt in ihrer Beschreibung schon mit drin, nämlich dass man das, was im Bild historisch gezeigt wird, natürlich auf den Ort übertragen kann, in dem das Werk entstanden ist, auf Berlin der 1820er Jahre. Denn wie wir hier quasi Athen in Anführungsstrichen im Aufbau sehen, auch wenn wir es mit einem Potpourri von hauptsächlich aus der hellenistischen Epoche stammenden einzelnen architektonischen Versatzstücken zu tun haben, die hier um die Akropolis herum angeordnet sind, so ist doch klar, dass die Aufbauarbeit, die in Berlin nach den Napoleonischen Kriegen in der Ära Friedrich Wilhelms III. Geleistet wurde, dass das hier mit diesem Bild kommentiert oder ideologisch vielleicht sogar unterfangen wird durch die Brille von Karl Friedrich Schinkel. Dieser Umstand, dass wir also die Aussagen von Bettina von Arnim, von Schinkel selbst zum Bild haben, inklusive des sehr instruktiven Gedichtes, hat dazu geführt, dass von Raabe bis in unsere heutigen Tage immer wieder sich Kollegen mit dem Bild beschäftigt haben. Sehr prominent in der Zeit, in der ich selbst die Kunstgeschichte studiert habe, aus der Reihe der Kunststücke des Fischer Verlags von Adolf Max Vogt, dieses kleine Büchlein zu unserem Bild. Aber Sie werden kaum eine Schinkel-Ausstellung finden, in der eben nicht auch der Blick in Griechenlands Blüte beschrieben wird, wie es hier von Adrian Butler im Katalog von 2012 erfolgt ist. Die Bedeutung kann also kaum hoch genug gehängt werden und es ist unglaublich spannend,
den mittelalten Schinkel, der uns mit diesem Bild begegnet, mit dem jungen Schinkel der Zeit direkt nach den Befreiungskriegen zu vergleichen und damit eben den Eingang zu finden in die Stilpluralität, die für Schinkel ganz selbstverständlich ist. Eben haben wir ein Best-of der Klassik Griechenlands und der hellenistischen Epoche gesehen und beim Bild von 1815, mittelalterliche Stadt an einem Fluss, haben wir ein The Best of der französischen Kathedralgotik. Von da stammt die Idee des großen Rosenfensters, das Sie bei dieser Doppelturmfassade in der Mitte sehen können. Von Lens stammt die Idee der Vorhallen, die wir vor den Portalen sehen können. Wir haben die aus der französischen Kathedralgotik klassisch immer wieder vorkommende Reihe von Statuen französischer Könige, die mit Baldachinen zwischen den beiden Westtürmen zu sehen ist. Aber dieser Turm mit all seinen Erinnerungen an die französische Hochgotik ist natürlich genuin deutsch gedacht. Denn wenn man hier diesen Plan der Doppelturmfassade des Kölner Doms mit unserem Gemälde der mittelalterlichen Stadt am Fluss vergleicht, dann ist natürlich klar, dass der Blick ins Rheinland geht und dann wird auch das Motiv, dass nur einer der beiden Türme fertiggestellt ist, mit seiner durchbrochenen Steinmauerung bestehenden Turmpyramide. Auf dem anderen haben wir neben der wehenden Fahne eben einen Kran. Und das ist der Anblick, der seit dem ersten Drittel des 16. Jahrhunderts eben für Köln so ganz typisch war. Nachdem man die Bauarbeiten am Dom abgebrochen hatte, war diese Baustelle für Jahrzehnte, ja Jahrhunderte fester Bestandteil des Stadtbildes und dementsprechend ein sehr wichtiger Sehnsuchtsort und Erinnerungsort für die Generation, die in der Vollendung des Kölner Doms, der im Mittelalter begonnen, aber eben nicht fertiggestellt wurde, ein Baustein, eine Etappe hin zur Wiedervollendung der deutschen Nation sehen wollten. Möglichst, wenn man Berliner und Preuße war, natürlich unter der Führung der Hohenzollern. Wir sehen dementsprechend auch, dass zu diesem Dom die gesamte Bevölkerung mit Ausnahme eines Eremiten, der am rechten Bildrand unter einer Eiche angeordnet ist, zusammenkommt und natürlich wird der Herrscher, der unter dem Baldachin auf einem Schimmel zu sehen ist, in diese Kathedrale nun hineingehen, um dort gekrönt zu werden. Und der Hinweis auf die anderen architektonischen Zitate im Bild, also links das wiederhergestellte Heidelberger Schloss und rechts über und im Fluss, da sehen wir das Zitat der Karlsbrücke von Prag. Das macht klar, wir befinden uns also quasi in den Grenzen des alten Imperiums. Und hier wird das Imperium durch die Krönung eines neuen Herrschers wiederbelebt und es soll wieder auferstehen. Und das ist wie ein neuer Bund. Wir sehen das Zitat aus der christlichen Ikonografie, der Regenbogen, der dort entsteht, wo links das Gewitter wegzieht und rechts eben das gute Wetter und die bessere Zukunft für den deutschen Sprachraum kommen soll. In der Regel, wenn man in der alten Nationalgalerie sich mit Schinkel beschäftigt, wird man Griechenlands Blüte und das Bild der mittelalterlichen Stadt am Fluss gerne als Gegensatzpaar eben auch der Veränderung Schinkels in dieser Zeit zwischen 1815 und 1825 sehen. Ich werde zu diesem Bild einige Gedanken zitieren aus dem Memorandum vom 17. August 1815. Das entsteht im Nachgang der schon einmal kurz erwähnten Reise in die neue Provinz Sachsen des Königreichs Preußen. Und hier werden Gedanken formuliert, die uns sehr modern vorkommen. Viele Kollegen halten dieses Memorandum quasi für eine Geburtsurkunde der deutschen Denkmalpflege. Ziel sei die Erhaltung aller Denkmäler und Altertümer unseres Landes, die vom allgemeinen Interesse sind. Das fällt das Stichwort der Volksbildung. Es muss
vor Verlusten geschützt werden. Man muss also die Obrigkeiten dazu bringen, diese Dinge zu bewahren und ihren Wert zu erkennen. Von der Denkmalpflege zurück zum Thema der Blüte und der Baustelle, denn scheinbar auf eine solche Baustelle führt uns der Architekturmaler Gärtner. Er hat zwischen 1830 und 1834 sich die Schinkelsche Friedrich-Werdersche Kirche ausgesucht, um von dort ein Panorama zu malen, das in 6 Gemälden einen 360-Grad-Blick über die Residenzstadt Berlin ermöglicht. Um das zu machen, hat er nach eigener Aussage sich sogar einen kleinen Verschlag auf dem Dach der Kirche errichtet, um im Zweifelsfall von Wind und Wetter geschützt zu sein. Und bei dem Bild, wo er uns die im Bau befindliche Bauakademie nach dem Entwurf Schinkels errichtet, zeigt, da positioniert er sich selber im Bild. Sie sehen ihn hier im Gehrock mit dem Zylinder und er hat in die Mitte ein Schild gestellt, das an der Brüstung zu sehen ist. Diese Brüstung mit ihren 4 Pässen in grüner Farbe, Panorama und ihn als Schöpfer benennt. Wenn man diese Bilder in ihrer Entstehung sich anschaut, dann wird klar, Gärtner hatte Leinwände mit auf das Dach genommen, zeichnete auf die Leinwand und hat die dann später mit Farbe versehen. Bei den ersten Arbeitsschritten fehlen aber die Dachteile und die Brüstung und die Filialen zwischen dieser Brüstung. Erst im zweiten Arbeitsschritt hat er uns den Effekt für das Panorama mit eingebaut, der gleiche Effekt ist, mit dem uns Schinkel in die Blüte Griechenlands blicken lässt, nämlich, dass wir das Gefühl haben, wir stehen auf dem Gerüst beziehungsweise wir stehen auf dem Dach der Friedrich-Werderschen Kirche. Und zwar nicht so sicher wie unser Maler hier, Gärtner, direkt an der Brüstung, da wo man laufen kann, sondern wir sind eben auf dem etwas, ja, an etwas schiefen Satteldach, wo wir uns befinden. Im nächsten Teil, im 6. Teil des Panoramas sehen wir wieder das Dach links. Wir sehen mittig die Brüstung, wir sehen eine Filiale und schauen dann auf den Gendarmenmarkt. Und spätestens da wird klar, bei diesem Panorama zeigt man uns zwar das, was aus der großartigen Epoche stammt, in der Berlin unter Friedrich dem Großen zu einer in Europa zum ersten Mal wirklich beachteten Residenzstadt geworden ist, also den deutschen und französischen Dom. Wir sehen aber dazwischen eben auch das von Schinkel errichtete Schauspielhaus. Und derjenige, der sich in Berlin auskennt, und die Bilder richteten sich an diejenigen, die eine Kenntnis ihrer Heimatstadt hatten, letztlich wurden sie von Friedrich Wilhelm III. Angekauft, die erkennen links im Hintergrund eben auch das Kreuzberg-Denkmal. Die Idee des Vertigo-Effektes, also uns auf die Höhe zu führen, um uns da von da an blicken zu lassen, die ist also für unser Panorama von höchster Bedeutung. Und wenn man sich die einzelnen Bilder anschaut, hier also der Blick auf das Friedrichsforum, rechts die Oper, dann links die Hedwigskathedrale und dahinter sehen wir die Königliche Bibliothek. Dann haben wir den ersten Platz nach dem Schloss, der eben in der Ära Friedrich des Großen zu einer weltstädtischen Bedeutung im Bereich der Architektur für Berlin geführt hat. Wir sehen aber eben nicht nur die Architektur, wir sehen auch, was Berlin sonst noch so großartig macht. Denn wenn Sie sich links an der Brüstung die Personengruppe anschauen, dann sind um ein kleines Fernrohr herum eben Wilhelm von Himmold und ein Ehepaar zu sehen und der erklärt Ihnen scheinbar, was Sie da gerade sehen. Und das Gleiche gilt auch für das Bild, das ich Ihnen eben gezeigt habe. Wenn Sie hier links am Bildrand an der Brüstung schauen, dann sehen Sie von hinten und dann schräg von vorne unseren Karl Friedrich Schinkel und seinen Freund Peter Beuth, den Ingenieur und dem Schöpfer der Kunstgewerbeschule in Berlin. Hier zeigt uns Gärtner also nicht nur die Architektur der Epoche davor, in der Berlin großartig war
und er zeigt uns die Architektur, die zu einer neuen Großartigkeit jetzt nach den Napoleonischen Kriegen führt, sondern er zeigt uns auch die Personen, die für diese Arbeitsleistung, für diese Blüte mitverantwortlich sind, dass also Hand in Hand auf der Baustelle der Residenzstadt geschaffen wird. Und damit ist das Panorama von Gärtner letztendlich, wenn unser Gärtner auch kein großer Freund von Programmbildern ist, doch ein Bild, das uns ein bisschen eine Idee gibt, wie der Mensch des Biedermeier seine Heimat Berlin empfunden hat, also mit Stolz auf die Vergangenheit, mit Stolz auf das, was nach den Napoleonischen Kriegen neu in der Stadt entstanden ist, aber auch mit Stolz auf die Personen, die in dieser Stadt lebten und wirkten. Ein ganz wichtiger Teil des Panoramas ist der Blick natürlich auf das Schloss. Das sehen Sie hier auf der rechten Seite. Wir sehen den Lustgarten noch mit der Silhouette bzw. Fassade des alten Doms, der von Schinkel ja auch repariert und restauriert worden war, ursprünglich geplant und errichtet von Jan Baumann dem Älteren. Wir sehen aber auch frisch fertig geworden links die großartige Fassade des ersten Berliner Museums, des alten Museums mit seinen 18 ionischen Säulen, die den Portikus bilden. Und damit ist dieses Panorama so etwas wie ein Führer nicht nur in die Residenzstadt und dessen Vergangenheit, mit dem Schloss Friedrichs I., mit der Architektur, die Friedrich der Große, Friedrich der Zweite errichtet hat, sondern es ist auch ein Panorama, das uns zum Fan des jetzt in Berlin lebenden und wirkenden Architekten Karl Friedrich Schinkel macht, der ja auch im Bild selbst präsent ist. Mein Lieblingsbild in dieser Panoramafolge, das ist das Bild, das jedem Helikopter-Elternpaar wahrscheinlich einen Herzinfarkt verursacht, nämlich wie wir hier auf dem eben schon erwähnten flachen Satteldach eines der Kinder von Eduard Gärtner herumkrabbeln sehen und mit diesem Höhepunkt von Vertigo und von Fallangstgedanken möchte ich zum nächsten Programmpunkt überleiten, nämlich dem Punkt des Stolzes, den Gärtner nicht nur auf das, was gebaut wird, er ist ja Architekturmaler, sondern eben auch auf die Personen in Berlin deutlich macht. Und damit ist er kein Einzelgänger. Bei diesem Bild der Klosterstraße, auch aus dem Jahre 1830 stammend, sehen Sie in der Mitte hoch zu Ross den Maler Franz Krüger, der nicht nur, weil er immer in Berlin auf dem Pferd unterwegs war, Pferdekrüger genannt wird, sondern weil er eben ein großartiger Darsteller von Pferdekörpern auch in Aktion gewesen ist. Und wir sehen auf der rechten Seite, ebenfalls in Schwarz gekleidet, noch einmal Peter Beuth und Karl Friedrich Schinkel, die stehen dort vor der Erweiterungsgebäude der Kunstgewerbeschule in Berlin. Hier wird also neben der alten Klosterstraße, neben dem markgräflichen Haus, hier wird auch das Neue gezeigt, nämlich dass Kunst, Ingenieurswissenschaften, also Kultur in Berlin herstellen sollen. Und hier, nachdem wir schon Schinkel gezeichnet und gemalt gesehen haben, von Franz Krüger, noch einmal Peter Beuth von Krüger hier im Aquarell und im Pastell festgehalten. Und Krüger selbst kennen wir weniger durch dieses Selbstporträt, das um 1840 entstanden ist, sondern vor allem eben als Begleiter des Kronprinzen und späteren Kaisers Wilhelms I. auf diesem ganz kleinen Gemälde, 31 mal 24 Zentimeter groß, sehen wir ihn zwar in etwas günstigerer Kleidung. Sein Zylinder ist schwarz und einfach und auch sein Rock, auch der Fuchs, den er reitet, im Vergleich zu dem Araber, auf dem der Kronprinz sitzt, der sich hier umschaut und dessen Schirm eine wundervolle Diagonale von links oben, von rechts oben nach links unten führt. Denn da sehen wir, dass der Hund offensichtlich hier ganz große Mühe hat, den beiden, die zu Pferd von diesem Gewitter, das wir auf der linken Bildseite sehen, wegreiten, ihnen hier dabei zu folgen. Von Krüger
stammt auch das berühmte Bild der Parade auf dem Opernplatz, das uns den russischen Thronfolger Alexander, den späteren Zaren, zeigt, der hier seinem ihm vom Schwiegervater übergebenen Regiment voranreitet. Aber ich möchte Ihnen gar nicht das ganze Bild vorstellen, sondern vor allem eben jene rechte Seite, wo neben der neuen Wache auch die Personen gezeigt werden, die Berlin ausmachen. Und neben dem eben schon erwähnten Humboldt sehen wir hier Johann Gottfried Schadow mit seiner flachen Kappe auf dem Kopf, der uns direkt aus dem Bild anschaut und deshalb auch unsere Augen schnell findet. Hinter ihm steht dann auch noch Schinkel und dann kommt auch noch Christian Daniel Rauch. Und wie immer eine schöne Diagonale, wenn Sie sich diese Bildecke anschauen, folgen Sie einfach dem rechten Rand des Bildes. Dann sehen Sie rechts oben die schöne helle Kleidung der in Europa damals sehr bekannten Sängerin Henriette Sonntag. Und der Herr, der aus dem Bild herausschaut, war zwar zur Parade gar nicht in Berlin, aber Niccolo Paganini hatte zuvor in Berlin gastiert. Und wenn nun dieser gesamteuropäische Superstar und Virtuose eben auch in Berlin mal gewesen ist, dann gehört er zum Fluidum dieser Stadt. Neben der Parade, neben der neuen Architektur und dem Blick auf das Friedrichsforum wird uns also auch die Gruppe von Menschen vorgestellt, die wir eben auch schon in den Gemälden von Gärtner als so ganz typisch und wichtig für Berlin vorgestellt bekommen haben. Und damit kommen wir zu dem Werk, das uns eben schon als Standfläche gedient hat. Sie sehen hier die Friedrichswerdersche Kirche. Der Blick oder das Foto ist geschossen von der Schlossinsel, also von Nordosten. Das ist noch vor der Bebauung rechts und links der Kirche, etwa 2004. Und Sie sehen im linken Bildrand die zum Teil als Schaufassade errichtet beziehungsweise durch Planen rekonstruierte Bauakademie, die wir eben noch bei Gärtner aus der Zeit 1830, 1834 als Baustelle gesehen haben. Und das soll sie ja auch möglichst bald wieder sein beziehungsweise soll wieder errichtet werden. Die Friedrichswerdersche Kirche stelle ich Ihnen am Ende unseres heutigen Zusammenseins vor, als ein schönes Beispiel dafür, wie die Baustelle denn aussieht, die zu einer Blüte von Preußen bzw. dessen Residenzstadt Berlin bzw. Griechenland führt. Und sie ist tatsächlich mit ihrer jahrzehntelangen Vorgeschichte und mit ihrem komplizierten Wechsel von Baustilen und von Gedanken, wie denn mit dem Areal direkt gegenüber der Schlossinsel umgegangen wird, auch ein schönes Beispiel, wie die Karriere, wie das tägliche Arbeiten von Schinkel denn tatsächlich ausgesehen hat. Auf der linken Seite der Folie sehen Sie einmal Grundriss und die Westfassade der Kirche, so wie sie Schinkel in seinen architektonischen Entwürfen 1826, da war die Kirche noch nicht fertig gebaut, das sollte noch 4 Jahre dauern, publiziert worden ist. Wir haben also eine Zweiturmfassade, wir haben 2 Portale, darüber ein großes Maßwerkfenster in 2 Bahnen, bekrönt mit einem 5-Pass. Und wir haben, wenn wir uns den Grundriss anschauen, 5 Joche, die durch Strebepfeiler getrennt sind und einen Chorabschluss im Osten über 5 Seiten des 10-Ecks. Und damit wird klar, die Zahl 5 spielt hier bei dieser Architektur eine ganz wichtige Rolle. Bevor es aber zum Entschluss kam, eine Kirche an dieser Stelle zu errichten. Zunächst ein kurzer Abriss. Wie sah es denn vorher an dieser Stelle in Berlin aus? Die deutsche und französische Kirche auf dem Friedrichswerder, Werder eine Insel, also die Insel von König Friedrich bzw. Kurfürst Friedrich III., wird uns hier gezeigt von Johann David Schleuen in seinem Abriss der königlich-preußischen Residenzstadt Berlin. 1760 ist dieses Werk, in dem dieser Kupferstich zu finden worden, publiziert worden. Und deutsche und französische Kirche machen klar, dass der ehemalige Reitstall hier umgebaut worden ist, um 2 Kirchengemeinden Möglichkeit zu geben, zum Gottesdienst zusammenzukommen, also der französischen Kirche,
hier an diesem Teil der Friedrichstadt gab es ja sehr viele Hugenotten und dann die deutsche Kirche. Im Verlauf ihrer Geschichte hat die Friedrichswerdersche Kirche sogar einmal 3 verschiedene Kirchengemeinden. Da kommt dann noch die böhmische Gemeinde dazu, als Heimstätte gedient. Dieses Gebäude war ein Provisorium, ursprünglich als Reithalle geplant, eben umgebaut, um als Doppelkirche zu funktionieren. Und so überrascht es auch nicht, dass nach den Napoleonischen Kriegen Überlegungen geführt wurden, wie an dieser Stelle eben ein Gebäude, das etwas mehr hermacht. Man ist ja auch in direkter Nachbarschaft des Schlosses geplant und gebaut werden soll. Und die erste Funktion, in der wir Schinkel uns mit diesem Problem auseinandersetzen sehen, die sehen Sie hier im Bebauungsplan für Berlin von 1817. Wenn Sie rechts dem Verlauf der Spree und ihres Seitenarmes folgen, sehen Sie die 2 großen dunklen Quadrate des Schlosses, Schlüterhof und der Hof von Eosander van Goethe. Und dann sehen Sie, dass hier anstelle unseres Reitstalls eine Doppelkirche geplant ist, also 2 Gebäude eingeplant wurden. Und wir lernen unseren Schinkel im Zusammenhang mit diesem Bebauungsplan nicht nur als Architekten kennen, sondern auch sofort als jemanden, der sich Gedanken über die gesamtstädtische Entwicklung macht. Denn einer der Gründe, weshalb er hier diese kleineren Gebäude angedacht hat, ist so, dass man einen Blick auf die Hundebrücke, also die spätere Schlossbrücke hat, die nach seinem Entwurf später umgebaut werden soll. Er hat also sofort das große Ganze im Blick. Die ersten Planungen an dieser Stelle für die Kirchen bzw. die Doppelkirche, die stammen aber nicht von Schinkel, sondern sie stammen von Schlezer und von Alois Hirt. Ich möchte sie ihm gar nicht im Einzelnen vorstellen, sondern ich zeige Ihnen hier ein Entwurfsblatt, wo nach antikischem Grundmuster also eine Kirche mit einem Portikus gedacht ist, den Schinkel aus dem, was ihm als Plänen vorgestellt wurde, hier skizziert hat. Wenn Sie aber rechts unten sich das Gebäude anschauen, dann sehen Sie auch, dass Schinkel die Ideen, die ihm dort gegeben wurden, eine Wandpfeilerkirche mit Portikus, sofort in etwas völlig anderes umgewandelt hat, nämlich in ein Kirchengebäude, das eher wie ein römischer Tempel aussieht. Und diese Überlegungen, die uns hier noch als Skizze vorgestellt werden, die sind auf dieser Federzeichnung von 1821 dann auch schon ausgeführt. Wir sehen also den Eingangsbereich mit einer Doppelstellung von Säulen in Kompositordnung, darüber das flache Satteldach mit dem Giebel. Dann wird die Reihe der Säulen einfach rechts und links weitergeführt. Und sehr markant ist, dass der Glockenturm hier als Campanile hinter dem Gebäude ausgeführt werden soll. Den nächsten Schritt von Überlegungen zeige ich Ihnen hier mit einem Entwurf, der eine Kirche mit 2 Doppelturmfassaden zeigt, also quasi 2 Hälften einer Kirche und 2 Eingänge, einmal von Westen und von Osten für die verschiedenen Gemeinden, und die bekommen dann jeweils auch eine kleine Fassade. Dieser Entwurf ist jetzt schon neogotisch, und Schinkel selbst berichtet, dass der Wechsel vom Denken in klassizistischen Plänen und Formensprache hin zum mittelalterlich gotischen angeregt wurde durch den Kronprinzen, den späteren Friedrich Wilhelm IV., der selber gerade von seiner Italienreise zurückgekehrt war und Schinkel vorgeschlagen hat, nicht nur, dass Berlin an dieser Stelle ja ein gotisches Kirchengebäude vertragen könnte, sondern auch den Hinweis darauf gegeben hat, man könne sich inspirieren lassen durch die Chapels, die wir in Oxford und in Cambridge bei diesen großen Baugruppen beobachten können. Also hat auch schon eine ganz bestimmte Art, also die englische Gotik, im Hinterkopf. Und das sehen wir hier durch diese flachen Türme natürlich auch reflektiert. Dass das Ganze noch nicht hundertprozentig
zu Ende gedacht ist, merkt man daran, wir haben drei Schiffe und wenn sie drei Joche. Und wenn Sie eine Kirche mit drei Jochen in der Mitte teilen wollen, dann müssen Sie ja die Trennmauer irgendwo im Bereich des mittleren Joches durchführen. Es ist also hier etwas, was zwar als Vedute und als Zeichnung gut funktioniert, aber offensichtlich noch nicht harmonisiert ist auf das, wofür dieses Gebäude eigentlich gedacht ist. Der berühmte Entwurf mit vier verschiedenen Möglichkeiten, wie die Friedrichwerdersche Kirche ausgeführt werden könnte, der stammt von 1824 und er geht darauf zurück, dass der König Friedrich Wilhelm III. Nun eine Entscheidung finden wollte. Und Schinkel hat das so vorbereitet in der entscheidenden Sitzung, dass er vier verschiedene Möglichkeiten zeigt. Wir haben also links oben eine Portikus mit dorischer Ordnung und einen runden Vierungsturm bzw. Turm am Ende der Kirche. Dann sehen wir rechts die Doppelturmfassade, die uns sehr vertraut vorkommt. Das ist letztendlich ja auch der Entwurf, für den sich der König entschieden hat. Unten links sehen Sie noch einmal eine andere Säulenordnung und alterierend zur Doppelturmfassade wird rechts unten eben auch ein mittlerer Turm für die Westfassade vorgeschlagen. Wie erwähnt, der König entschied sich für die Doppelturmfassade und der ausgeführte Entwurf, den wir hier in einer Zeichnung mit Feder und Tusche sehen können, der datiert 1824 und hat oder sieht letztendlich schon fast so aus wie das Gebäude, das dann zwischen 1824 und 30 an dieser Stelle auch entstehen sollte. Sie sehen hier eine sehr alte Aufnahme der Friedrichwerderschen Kirche aus dem Jahre 1989. Kann man ganz gut datieren, da das Außenministerium der DDR rechts im Bild noch zu sehen ist und die Automobile, die da links parken vor der Kirche, die gehören eben auch zu den Mitarbeitern des Ministeriums. Wir sehen also das, was wir im Grundriss schon einmal gesehen haben. Wir haben einen kleinen Sockelbereich, der die ganze Kirche umfasst. Dann kommt das erste Geschoss, in dem in der Westfassade sich auch die beiden Portale befinden. Und erst im zweiten Geschoss beginnt die Reihe der Fenster, die fast die ganze Achse der fünf Joche hier jeweils bespielt. Von innen und außen ist die Kirche gegliedert durch den Gedanken, den Schlezer und Hirt ins Spiel gebracht hatten. Wenn wir eine kleine Kirche bauen, macht es wenig Sinn, darin große Säulen zu haben, also die Idee einer Wandpfeilerkirche. Und abgeschlossen wird das Ganze eben durch die Balustrade, die wir eben schon im Panorama von Gärtner schätzen und lieben gelernt haben. Wir haben relativ niedrige Türme mit flachem Abschluss. Und wie fast immer bei Schinkel ist das, was gebaut wurde, inspiriert durch Pläne, die vorher da waren, durch Ideen, die von außen in den Prozess hineingebracht wurden, hier vor allem eben durch den Kronprinzen und durch Kompromisse. Denn ursprünglich hätte Schinkel die Strebepfeiler, aber auch die Ecken der Türme lieber durch Filialen, die aus Formsteinen, also aus Ton gefertigt worden wären, abgeschlossen, dass wir jetzt hier die jetzt so typischen kleinen Pyramiden mit den Kugeln sehen, das ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass man schon so viele Formsteine in der königlichen Ziegelei bei Werbelin hat anfertigen lassen, dass man aus Kostengründen dann eben die Filialen mit diesen Spezialsteinen nicht mehr ausführen wollte. Und so hat die Kirche diese markanten pyramidenförmigen Abschlüsse ihrer Filialen bekommen. Wenn wir uns die Kirche von innen anschauen, dann sehen wir, dass auch hier mit Kompromissen gearbeitet wird. Nicht nur von außen ist das neben den Seitenwänden und der Rückseite der
Wache, das erste Gebäude, das rein mit Ziegelmauerwerk Ansichtigkeit errichtet wurde. Die ganze Kirche ist ja aus Ziegelsteinen gebaut, aber innen bekommt man nun die Illusion, dass das Ganze aus Fels, also aus Kalkstein, gemauert sei. Dem ist aber natürlich nicht so. Das ist eine Täuschung durch Malerei. Das Ganze gilt auch für die Gewölbe. Wenn Sie hier in den Chorbereich der Kirche hineinschauen, dann kommt uns das vor, als ob wir gemauerte Gewölbe haben, aber auch diese Ziegelsteine sind nur gemalt und wir sehen Rippen, die tatsächlich gar nicht unbedingt Rippen sind. Es gibt zwar Rippen, die vorhanden sind, aber die werden ergänzt. Und da man bis zu 21 Schattierungen und Farbspuren pro Rippe gemalt hat, ist die Illusion, dass wir es mit einem kompletten Gewölbe, Rippengewölbe zu tun hätten, mit sehr komplizierter Form, ja, eine nahezu vollkommene. Und da kommen wir wieder an den Punkt, wo wir eben uns mit dem Memorandum für Denkmalpflege von 1815 auseinandergesetzt haben. Für die Findung der Form der Kirche ist nicht nur verantwortlich die Auseinandersetzung mit den Plänen von Schlezer und Hirt, die Inspiration, der Hinweis auf englische Gotik durch den späteren Friedrich Wilhelm IV., sondern im Bereich der Gewölbe ganz deutlich sichtbar, eben als Bauinspektor, Oberbauinspektor war Schinkel auch für die Instandhaltung der Marienburg bei Danzig zuständig. Und die Rippenformationen, die wir hier beobachten, die sind inspiriert durch den Remter und die Annenkapelle der Marienburg. Und damit sehen Sie, warum ich dieses vorhin noch erwähnt habe. Hier kommt also ganz vieles zusammen und wir bekommen eine gute Idee, wer war dieser Mann und wie hat er gearbeitet. Hier sehen Sie einen Blick noch vor der Schließung der Kirche, also auch von 1989, hier also in den Chor. Sie sehen die Holzeinbauten zwischen den Wandpfeilern, die die Empore bilden, in den einzelnen Jochen. Und alternierend dazu zeige ich Ihnen von Friedrich Wilhelm Klose eine Aquarell mit Deckfarben, dass das Innere der Kirche so wiedergibt, wie das kurz nach der Fertigstellung gewesen sein soll. Aber es kommen sofort Zweifel, denn wenn Sie sich den linken Bildrand anschauen, dann sind die Holzeinbauten der einzelnen Joche mit der Empore hier nicht bis zu dem vorgelagerten Joch mit den Türmen durchgeführt. Und damit ist klar, dass Klose hier auch ein bisschen die Kirche so gemalt hat, wie er sie schöner empfunden hat und nicht eins zu eins so wiedergegeben hat, wie das, was er vor Ort gesehen hat. Das ist ein Bild der Kirche während des Ersten Weltkrieges 1916. Und zum Schluss also noch einmal eine Betrachtung, wie sieht die Friedrich-Werdersche Kirche heute aus? Und da kann man nun abschließend zusammentragen. Wir haben also eine praktische Funktion, der sich Schinkel zunächst einmal von Seiten des Stadtplaners genähert hat. Dann hat er sich mit der Idee der Wandpfeilerkirche auseinandergesetzt. Und dann kommt die neue Idee einer neogotischen Kirche mit mittelalterlichem Gepräge durch den Kronprinzen. Und daraus entsteht mit vielen Umplanungen, wir haben nur einen kleinen Teil dessen kennengelernt, was tatsächlich zwischen 1817 und 1824 an Plänen und Entwürfen entwickelt worden ist. Und dann bekommen wir eine Idee, wie denn die Baustelle aussieht, beziehungsweise wie der Blick von oben ist, wenn wir uns jetzt einmal noch mit Gärtner, also die Bauakademie als Baustelle anschauen, die sozusagen ein ja, für uns, die wir beide Bilder kennen, den Blick in Griechenlands Blüte und das Panorama, eine Erinnerung an das ältere Werk, das 5 Jahre vorher durch Schinkel entstanden worden, darstellt und kommen zum Schluss und abschließend eben noch einmal auf die Baustelle des Tempels, mit dem ich meine Ausführung vorhin begonnen habe. Und ich hoffe, ich habe Sie ein bisschen neugierig gemacht darauf, wie es mit Schinkel weitergehen wird, wenn wir
diese Reihe fortsetzen, wird sie in der nächsten Folge dann der Bau des alten Museums, also des Gebäudes, das ich Ihnen sehr deutlich auch vom Panorama von der Friedrich-Werderschen Kirche gezeigt habe, beschäftigen. Und dann merken wir, wir sind in einem Bauprozess.